Shepard, ich glaube, wir haben sie. Der Kontakt zu Horizon, einer unserer Kolonien in den Terminus-Systemen, ist soeben ab. Wenn sie nicht schon angegriffen wird, ist es sicher bald soweit. Hat Mordin die Gegenmaßnahmen für die Seeker-Schwärme fertig? Noch nicht. Hoffentlich kann er gut unter Druck arbeiten. Da ist noch etwas, das Sie wissen sollten. Ein früheres Crewmitglied von Ihnen, Kaidan Alenko, ist auf Horizon stationiert. Geben Sie uns die Koordinaten, wir brechen sofort auf. So früh wurden wir noch nie gewarnt, Shepard. Viel Glück. Und wir werden es brauchen. Joker, nehmen Sie Kurs auf Horizon. Ich muss mal kurz zum Professor. Zu Befehl, Commander. Sagen Sie mir, dass Sie etwas haben. Ja. Lilith, wir haben ein Problem. Können Sie die Zielerfassungsmatrix noch immer nicht kalibrieren? Diese Verteidigungstürme sind nutzlos, wenn wir das nicht in den Griff kriegen. Tut mir leid, Commander. Unsere Kommunikationssysteme wieder online zu bringen, hat Vorrang. Ja, okay. Direkt ein Wunder, dass man mir dafür nicht auch noch die Schuld gegeben hat. Die Menschen hier draußen vertrauen der Allianz nicht. Aber das ist nichts Persönliches. Was ist das? Schutzraum! Gib ihm Deckung, los! Schnell! Ja. Ja. Das kann ja was werden. Wir sind am Boden. Mordin, sind Sie sicher, dass die Panzerungs-Upgrades uns vor den Seeker-Schwärmen schützen können? Lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Müsste aber in gewissem Rahmen das Aufspüren erschweren und uns für die Schwärme unsichtbar machen. Theoretisch. Theoretisch? Klingt ja vielversprechend. Technologie noch im Experimentalstadium. Einzig möglicher Test ist Kontakt mit Seeker-Schwärmen. Freue mich aufs Wiedersehen, falls Sie überleben.
du Knecht. Aber okay. Diese Kämpfe werden bitter werden. Oder vielleicht auch leichter, weil wir so warp-lastig sind. Die organischen Gap oder was? So muss man es den Biestern geben. Oh nein, ihn solltest du doch treffen. Hey, solange keiner die Kontrolle übernimmt, ihr versteht. Ich frag mich, ob das Intro so ein bisschen Symbolik hatte von wegen, ja, vertraut lieber auf die Allianz, so Cerberus ist böse und dass ihr euch abspalten wollt vom menschlichen Sektor ist auch böse. Oder vom bekannten Citadel-Bereich. So muss es sein! Haltet euch immer schön in der Sicherheit des Systems auf. Die Kollektoren stören die Kommunikation. Wir sind jetzt auf uns allein gestellt. Es gibt kein Zurück mehr. Feinde vor uns! Oh nein. Such dir einen anderen Platz, Garrus, los. Feind am Boden! Du bist Chaos hier, ey. Fick dich. Man weiß nie, wann man flankiert wird. Oh. Habe ich mich verschätzt. Das ist nicht gut. Das müsste ihre Panzerung durchdringen. Hey, aber die Kämpfe machen tatsächlich wieder Diese Spaß. Diese Dinger sehen aus wie die Husks, die die Geth auf Eden Prime eingesetzt haben. Meines Wissens nach hatten die Geth diese Technologie von der Sovereign. Der Unbekannte hatte recht. Die Kollektoren sind Handlanger der Reaper. Wir haben keine Medkits mehr. Nur so. Ich meine, die könnten mich jetzt gnadenlos flankieren eigentlich. Aber diese Kämpfe machen wieder Spaß. Es gibt auch bessere und schlechtere Missionen hier. Zugegebenermaßen. Wie soll es auch nicht sein? Ich meine, nichts ist perfekt. Wird Zeit aus der Deckung hervorzutreten. Drohne. Scheint eine Art Stasefeld zu sein. Man bleibt bei Bewusstsein, ist aber völlig hilflos. Sie sind schon ziemlich lang in diesem Zustand. Er muss vom Schiff aus aufrechterhalten werden. Ich übernehme die direkte Kontrolle. Den Dude sofort mit Dings angreifen. Sie können sich nicht widersetzen. Nein. Ihn. Gut, dass unser Warp stark ist. Ich weiß, dass du das spürst. Die Experimente werden weitergehen.
Okay, Leute. Das hättest du nicht tun sollen. Übernehme Kontrolle über diese Form. Oh, du Mistkerl, du wusstest es. Erst würde ich dich zerreißen. Gesellschaft, kommen Sie da raus, sofort! Oh mein Gott. Sie sind ein Mensch! Ja, Mann. Was machen Sie hier draußen? Sie führen Sie doch direkt hierher! Ich habe einen Weg freigeräumt. Sie können von Glück reden, dass Sie jetzt nicht im Frachtraum eines Kollektorenschiffes hocken. Das waren Kollektoren? Soll das heißen, die gibt's wirklich? Ich dachte, die wären nur eine Erfindung. Sie wissen schon, Propaganda. Damit wir im Gebiet der Allianz bleiben. Nein. Sie haben Lilith. Ich habe gesehen, wie sie umfiel. Und Stan auch. Verdammt, sie haben fast alle erwischt. Wir werden sie alle retten, keine Sorge. Ich muss wissen, womit ich es zu tun habe. Erzählen Sie mir alles, woran Sie sich erinnern. Wir haben vor ein paar Stunden unsere Kommsignale verloren. Ich kam runter, um nach dem Hauptraster zu sehen. Plötzlich hörte ich Schreie. Ich habe draußen nachgesehen und da waren ganze Schwärme von Käfern. Jeder, den sie berührten, ist einfach eingefroren. Dann habe ich die Türen versiegelt. Verdammt. Die Allianz ist schuld. Sie hat diesen Commander Alenko hier stationiert und die Verteidigungstürme errichtet. Nur dadurch wurden wir überhaupt zum Ziel. Ja, die greifen leider jeden an. Aber es ist schon so, dass das Spiel mir sagen will, oh nein, ihr müsst unbedingt zentralisiert bleiben. Ihr dürft nicht nach draußen euch euer eigenes Ding machen, das ist böse. Wenn Sie Verteidigungsanlagen haben, können wir gegen das Kollektorenschiff vorgehen. Dazu müssten Sie zuerst das Zielsystem kalibrieren. Es hat nie richtig funktioniert. Das schaffen wir schon. Sagen Sie uns nur, wo wir hin müssen. Zum Haupttransmitter auf der anderen Seite der Kolonie. Ist kaum zu verfehlen. Die Zielsteuerung ist unten. Sie sollten uns besser nicht im Weg stehen. Genau das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich lasse Sie raus und verschließe dann die Tür wieder hinter Ihnen. Ich will kein Risiko eingehen. Viel Glück. Sie werden es bestimmt brauchen. Ich weiß, dass Sie da... Oh, du Mistkerl. Ich weiß, dass Sie das schaffen. Sie können sich nicht widersetzen. Aber ich kann mich verstecken. Ja. Ah, die Kollision in diesem Spiel ist auch selten dämlich. Das willst du doch sowieso. Hör auf zu reden. Das war die falsche Stelle, um sich zu verstecken. Miranda. Sei nicht dumm. Jetzt machen wir euch fertig. Das müsste sie ausbremsen. Seltsam, dass wir nicht auf mehr eingefrorene Kolonisten gestoßen sind. Die Kollektoren haben sie schon auf ihr Schiff verladen. Uns läuft die Zeit davon. Schieße jetzt! Wie? Warum spawnen 10.000 von den Dingern? Bleib los sitzen, ey. Komm wenigstens meine Teamkameraden zurück, ist die Frage. Oh mein Gott.
Ja, Gott sei Dank. Da ist der Transmitter. Normandy, hören Sie mich? Joker hier. Das Signal ist schwach, Commander, aber wir hören Sie. Zeit, diesen Dingern zu zeigen, dass wir genauso gut austeilen wie einstecken können. Edie, bringen Sie die Verteidigungstürme online. Fehler in der Kalibrierungssoftware sind leicht zu beheben, aber es wird eine Weile dauern, bis die Türme voll einsatzfähig sind. Ich empfehle, sich in Verteidigungsstellung zu begeben. Ich kann die erhöhte Leistung des Generators nicht verheimlichen. Ja. Sobald die Kollektoren das bemerken, werden sie versuchen, es zu unterbinden. Wir werden sie aufhalten. Kann nicht so schwer sein. Vielleicht nicht. Feindliche Verstärkung rückt an. Ich rate dazu, die Waffen bereit zu machen. Sehr schlau von dir, der Ratschlag. Wie sie zerreißen muss, Shepard, das will ich. Die Mächte des Universums verneigen sich. Ihr Angriff ist eine Beleidigung. Das tut ihnen weh. Oh, der ist so eingegraben, der Typ. Als Schmerz zu fürchten. Der Schmerz dieses Körpers ist unwichtig. Ja. Leer. Shit. Das müsste sie ausbrennen. Sequenzielles Hochfahren initiiert. Guardian Schiffsabwehrbatterien bei 40%. Verstärkung. Es ist schön bemerkt zu werden. Unendlich schwer, aber. Geh endlich in Deckung. Sie werden den Schmerz kennen. Sie können sich nicht widersetzen. Okay, Kampf der Magier. Yes. Meine Angriffe werden sie zerreißen. Meine Warps werden dich zerreißen. Jetzt wird wenigstens gespeichert. Hoffe ich. Oder kommt jetzt noch eine Runde? Bitte nicht. Ja. Wenigstens der letzte Kampf. Los jetzt. Ciao, Bastard. Man ist ja auch sehr brutal, wie die sich aufladen und so. Das ist gut gemacht. Das Schiff ist gewaltig. Wie sollen wir das denn bitte aufhalten? Die halbe Kolonie ist da drin. Sie haben Egan und Sam und Lilith. Tun Sie was! Wieso diesen Schuld? Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich habe mein Möglichstes getan. Mehr als die meisten, Shepard. Shepard? Moment! Den Namen kenne ich. Natürlich erinnere ich mich an Sie. Sie sind irgend so eine große Heldin der Allianz. Held. Commander Shepard, Captain der Normandy. Ich bin Typ. Erster menschlicher Spectre, Retterin der Citadel. Retter. Sie sind gerade in Gesellschaft einer Legende, Delan. Und eines Geists. Wir haben so viele gute Leute verloren. Und dann wird man auch noch zurückgelassen. Das passt. Scheiß drauf. Ich bin fertig mit euch Typen von der Allianz. Ach.
Als ob man jemand... Ich dachte, sie wären tot, Commander. Als ob man jemand... Das dachten wir alle. Sei still. Als ob man jemanden nur rettet, wenn man geil darauf ist. Oh. Und warum wird es so gemacht, dass man... dass alle, die sich abspalten wollen vom Allianz-Sektor, auf einmal böse sind. Und ich habe mich selber nicht mal dafür entschieden, im Allianz-Sektor zu sein. So, ich bin doch eigentlich auf der Seite von den Kolonisten. Aber auch egal. Die Wiedersehensfeier muss noch warten. Cerberus hat mich zurückgebracht, um Angriffe wie diesen zu beenden. Sie sind jetzt bei Cerberus? Garrus auch? Ich kann nicht glauben, dass die Meldungen korrekt waren. Meldungen? Heißt das, sie wussten Bescheid? Der Geheimdienst der Allianz nahm an, dass Cerberus hinter den verschwundenen Kolonien steckt. Er hat einen Hinweis erhalten, dass diese hier das nächste Ziel sein würde. Anderson hat mir kein Wort gesagt. Aber es gab Gerüchte, dass sie nicht tot sind. Dass sie für den Feind arbeiten. Der Bau der Verteidigungstürme war also nur ein Vorwand. Die Allianz hat sie geschickt, um mich zu überprüfen, richtig? Ich war wegen Cerberus hier. Sie waren nur ein Gerücht. Ich wollte glauben, dass sie am Leben sind, aber mit so etwas hätte ich nie gerechnet. Sie haben allem den Rücken zugekehrt, wofür wir früher eingetreten sind. Nein. Die Vergangenheit ist vorbei. Sie müssen sich auf die aktuellen Ereignisse konzentrieren. Sie konnten es selbst beobachten. Die Kollektoren haben es auf Kolonien der Menschen abgesehen. Und sie arbeiten mit den Reapern zusammen. Ich möchte ihnen ja glauben, Shepard. Aber ich misstraue Cerberus. Sie könnten die Bedrohung durch die Reaper dazu benutzen, sie zu manipulieren. Was ist, wenn sie dahinter stecken? Was ist, wenn sie mit den Kollektoren zusammenarbeiten? Was ein Kopfkino. Typisch Allianz. So fixiert auf Cerberus, dass man blind wird für die tatsächliche Bedrohung. Ich sehe schon, für Vernunft sind sie nicht empfänglich. Sie tauchen nach 2 Jahren auf und erzählen mir, dass sie mit Cerberus zusammenarbeiten. Wo soll denn da bitte die Vernunft sein? Sie haben sich verändert. Aber ich weiß noch immer, wem meine Loyalität gebührt. Ich bin ein Soldat der Allianz und werde es immer sein. Ich muss mich auf der Citadel zurückmelden. Dort wird man entscheiden, ob man ihrer Geschichte glaubt oder nicht. Wir wissen beide, wie das ausgehen wird. Die Allianz wird versuchen, Cerberus die Schuld zu geben, genau wie sie. Die Katze lässt das Mausen nicht. Cerberus ist nicht vertrauenswürdig. Leben Sie wohl, Shepard. Und seien Sie vorsichtig. Joker, das Shuttle soll uns abholen. Ich habe genug von dieser Kolonie. Ich eigentlich nicht. Shepard, gute Arbeit auf Horizon. Hoffentlich überlegen sich die Kollektoren ihren nächsten Angriff auf eine Kolonie jetzt vorher zweimal. Das war ein guter Kampf. Es war gut, dem Feind endlich direkt gegenüberzustehen. Wenn Ihnen das gefallen hat, werde ich mit Sicherheit einen Weg finden, Sie weiterhin bei Laune zu halten. Die Kollektoren sind jetzt bestimmt vorsichtiger. Aber wir finden sicher einen anderen Weg, um sie zu ködern. Ich habe mich gefragt, ob Sie etwas mit dem Angriff zu tun hatten. Kaldan sagte, die Allianz hätte einen Tipp über mich und Cerberus bekommen. Ich habe einige schwammige Gerüchte in Umlauf gebracht, dass Sie womöglich am Leben sind und für Cerberus arbeiten. Verstehe. Und was wollten Sie damit beweisen? Ich hatte den Verdacht, dass die Kollektoren nach Ihnen oder Bekannten von Ihnen suchen. Das hat sich nun bestätigt. Ja, es war riskant. Aber ich konnte nicht einfach warten, bis sie die nächste Kolonie angreifen. Ja. Das müssen Sie verstehen. So, ich auch. Wir haben sie schon mal verjagt. Geben Sie mir ein Ziel und ich werde zuschlagen. Unser Ziel steht, aber wir können es noch nicht erreichen. Es ist Ihre Heimatwelt. Ich verwende alle Ressourcen darauf, einen Weg durch das Omega-4-Portal zu finden. Wir müssen sie dort angreifen, wo sie leben. Ihr Team muss stark sein und entschlossen. Es gibt keinen Weg zurück. Das gleiche gilt für Sie. Kann ich mich darauf verlassen, dass Sie mit früheren Beziehungen abgeschlossen haben? Ja. Ich bin frei, klar im Kopf und ganz auf die Mission fixiert. Genau das wollte ich hören. Shepard, sobald wir einen Weg durch das Omega-4-Portal zur Heimatwelt der Kollektoren gefunden haben, gibt es keine Garantie auf eine Rückkehr. Damit es überhaupt eine Hoffnung gibt, zu überleben,
müssen Sie und Ihr ganzes Team sich der Sache ganz und gar verschreiben. Ich werde dafür sorgen, dass Sie bereit sind. So oder so. Die Kollektoren werden nicht mal wissen, was sie niedergestreckt hat. Ich vertraue darauf, dass Sie wissen, was Sie tun. Ich will nur, dass Sie Ihre Chancen realistisch sehen. Ich habe Ihnen 3 weitere Dossiers geschickt. Verstärken Sie weiterhin Ihr Team, während ich nach einem Weg durch das Portal suche. Und seien Sie vorsichtig, Shepard. Die Kollektoren werden Sie beobachten. Na, die Mistkerle. Wir werden es wohl tatsächlich tun. Das Omega-4-Portal durchstoßen und den Kampf direkt zu den Kollektoren tragen. Ich freue mich auf die Aktion. Allerdings, wenn man sich ansieht, was die Schweine auf Horizon gemacht haben, kommt man ins Grübeln. Ich brauche Sie konzentriert und in Bestform, wenn wir das hier schaffen wollen, Taylor. Genau das habe ich gemeint, Commander. Ich kann hinter dem Portal keine Ablenkung mehr gebrauchen. Ich muss noch ein paar Kleinigkeiten erledigen. Wie die meisten anderen vermutlich auch. Einen Abschluss finden. Sie verstehen? Naja,